schönen guten Tag und schaut mal, was ich dabei habe. Von Keyblade, die Street-View-Serie, die zweite Ausgabe. Die Setnummern 10.107 bis 10.111. Ja, ich habe von der dritten Serie habe ich schon mal drei Stück gebaut. Ich habe leider nicht alle fünf bekommen. Deswegen habe ich die jetzt aus China bestellt. Da gibt es die direkt im 5er-Pack, die komplette Serie. Preislich identisch. Die erste und zweite Serie kosten 9,99 Euro das Stück und die dritte Serie, glaube ich, 16,99 Euro. Das sind auch, glaube ich, ein paar Teile mehr mit dabei. Die gibt es halt 5 Stück, 49,99 oder 97 über AliExpress. Und sie kommen dann nicht mit Originalkarton, sondern sie kommen hier in so Zipbeutel. Finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Mit der Anleitung drin, alle fünf zusammen in einem Paket, kein Karton, alles super. Gehen wir mal so im Allgemeinen durch. Die Anleitungen von Keyblade sind relativ einfach. Sie sind farblich, sie sind verblasst. Alles schön zu erkennen, wirft keine Fragen auf. Super Sache. Teileliste gibt es keine. Nein. Und man hat in dem Set, glaube ich, zwischen 281 und das ist das letzte, 358 Teile. Also im Schnitt liegen die bei so um die 300 Teile rum. 280, 259 habe ich hier eins, 302, ja, so in dem Schnitt halt. Ich bin mir auch sicher, dass die preisliche Gestaltung ein Gesamtkonzept ist und nicht auf die einzelnen Häuser bezogen sind. Es gibt Häuser, die haben so viel Trans-Clear-Teile und so viel Prints. Dann gibt es welche, die etwas weniger ausgestattet sind. Da hat man mehr auf farbliche Gestaltung Wert gelegt. Ich finde die durchweg schön. Die sind doch jetzt nicht so grell, wie ich am Anfang gedacht habe. Wunderschön. Wir gehen mal so einzeln durch. Wir fangen an. Haben wir noch hier? Ersatzteile waren natürlich auch überall dabei. Kleine 1x1-Teile bis hin zu Bubble Store. Habe ich so eine Halbschale übrig mit einem Print drauf. Völlig absurd. Keine Ahnung warum. Ja, dann gehen wir mal generell keine Qualität, Keyplay, auch nichts, kein Wort drüber zu verlieren. Also wenn Lego sich irgendwo Rat holen sollte, wie man Qualität steigert, dann sollten sie mal bei Keyplay anfragen. Die Fliesen sind durchweg 1A. Die Scheiben sind durchweg transparent. Sie sind durchweg nicht verkratzt. Es ist einfach von der Qualität her, es ist genial. Wir gehen mal so einzeln durch. Ich fange mal an bei dem Bookstore. Das ist auch der erste, das ist die C1007. Und auch hier sieht man schon absurd, hier oben Print. Generell Keyplay, keine Aufkleber. Alles Print. Alles, was ihr seht, ist geprintet oder gebaut. Es gibt keine Aufkleber. Dementsprechend haben wir hier oben, und das sind 4 Slopes mit diesem Aufkleber, ja, ich sag gerade, es gibt keine Aufkleber. 4 Slopes mit den Prints. Hier oben so schöne goldene Flügel. Das Perlgold übrigens von Keyblade finde ich genial. Das ist wirklich super gemacht. Da war ich echt begeistert. Ich hatte auch irgendwo hier, haben die in Flat Silver, war das? Ich kann überlegen, war das das Set hier? Ja, hier. Komm mal daher, beim Barbershop. Das könnte ich mir als Silberersatz verchromt vorstellen. Das sieht wirklich genial aus. Ja, schöne Häuschen, alles gestaltet, nahezu alle Noppen verdeckt. Was ich hier bei dem Bücherjob nicht verstanden habe, ist, warum hier kein Print drauf ist. Hier drüben haben wir den Print mit dem 24 Stunden. Und hier drüben haben wir, nee, also das habe ich nicht verstanden. Ist halt so. Für die Dekoration, ein paar Blümelchen. Hier unten drunter fast gar nicht zu sehen, auch total unnötig. Hier ist eine 1x8 Fliese drin mit einem Print. Da steht drauf Colorful. Hier Print. Schön rundherum. Von innen. So, schöne angedeutete Bücherregale. Irgendwas abgerupft.
Bücherregale angedeutet rechts. Hier so kleine Tische, überall natürlich Print drauf. Hier unten Print. Bücherregal. Schönes Ding. Auch die Farben finde ich sehr gut gelungen bei allen. Das passt irgendwie super zusammen. Keebly umgeht verschiedene Design-Markenrechte von Lego, indem sie Teile leicht verändern. Wenn wir das hier einfangen, die Slopes hier oben, also da ist so eine kleine Kante drauf. Die Brackets, die in die Wand eingelassen sind, die haben Abrundungen. Jumper Plates sind rund. Ich habe die Blumen schon wieder abgerupft. Man geht halt hier vermutlich unnötigen Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg. Finde ich super. Was hier gar nicht so rüberkommt, diese Fensterscheiben hier so drin sind. Auch das hier sind komplette Elemente, sind zwei Stück übereinander, die kamen schon komplett fertig mit Scheiben drin. Auch hier unten die große Fenster. Natürlich wieder immer, wenn der Fensterrahmen dunkel ist, von den großen Fensterrahmen, dann sieht man den Angusspunkt an der Seite. Das ist halt, keine Ahnung, warum man den auf die andere Seite legen kann, aber das kennen wir ja von verschiedenen Teilen, dass wir das nicht so ganz verstehen. Ja, das war der Büchershop. Dann bauen wir das absurde Bubble Tea. Genial. Das Ding ist fast komplett transparent. Wunderschön, wunderschön bedruckte Scheiben. Ich komme mal hier gar nicht nahe, das muss man gesehen haben. Wunderschön bedruckte Scheiben. Ja, wenn man es gesehen hat mit Autofokus, wäre es natürlich noch schöner. Hier oben auch wieder Print. Braucht nicht zu erwähnen. Hier vorne alles dekoriert, schöne Blümchen. Absurd viele Transklierteile. Schön in diesem Azurblau, Hellblau. Oben weiß abgesetzt, lila, also farblich absolut genial. Und innen, da sieht man auch nochmal, wenn man so durchguckt, sieht man auch nochmal die Dekoration der Scheibe. Ja, ist halt jetzt nicht ganz so wild, aber was willst du da drin auch dekorieren? Ist halt ein Teeladen. Was man, hier ist auch nochmal ein Print auf dem Tresen. Ach, das war so ein, im Tresen unten ist auch ein Print. Der Autofokus. Schöne Sitzgelegenheit, ein paar Karaffen hier und da, alles super. Ja, hier oben mit so einem Host-Switch, irgendwas Dekoratives. Hier neben so zwei Sternchen, so Zauberstäbchen, alles schön. Hat auch Spaß gemacht. Die haben alle Spaß gemacht. Aber besonders cool fand ich jetzt hier das Teddybärchenhäuschen. Das ist ja... Den fand ich ja klasse. Allein dieses Rosa. Oh, man ist ja befestigt als Mann und baut sowas. Hier ist auch ganz deutlich nochmal zu sehen, wie man das Designschutz von Lego umgeht, indem man hier diese Viertelschalen einfach so Kanten reinfräst. Gut gemacht. Schönes Tätelchen. Wunderschöner Teddy gebaut hier oben. Mit Herzchenprint. Fensterläden, die leider nicht aufgehen. Also man hat hier vorne diese Spitze davor gesetzt, die sollen einfach nur Deko sein, die sollen nicht zum Aufgehen sein. Auch hier wieder Print. Ein paar Luftballons. Hier innen drin schöner Teddy. Mal, den hole ich mal raus. Und den mal irgendwo hinsetzen, wo ihr den seht. Ich setze mal da drauf. Guck, der hockt da drin auf so einer Perlgold Jumper Blade mit Abrundung. Man kann euch das so zeigen. Und guckt die Tür raus. Manchmal die Wurstfinne hinten weg, da kommt auch Licht rein, dann seht ihr das. Das sieht doch geil aus, oder? Ist das nicht fantastisch? Ja, also hier ist dekorativ innen nicht allzu viel los. Ach, haben wir. Die kleine Teddybärchen. Da gibt es doch keine Print, aber der Boden, alles gefliest, überall, jede Ecke ist hier gefliest. Bis auf die Dachdinger oben, die sind meistens genockt. So. Auch wunderschön, ich finde das cool.
Dann farblich fand ich den hier der absolute Hammer. Das ist ein Luxus-Store. Also allein schon absurd diese. Wir haben hier absurd viel Pearl Gold. Seht ihr diese? Dann die Kamera, diese Farben von diesem Pearl Gold einfängt. Ich finde das mega geil. Hier oben schöne Trans-Clear-Elemente und farblich. Was ist das? Trans-Rosa. Wunderschön hier Print, Print, hier unten Print, Pearl Gold abgesetzt. Ich weiß nicht, könnt ihr die Qualität der Scheiben auch nur erahnen. Hier neben so Trans-Blue-Elemente drin, überall. Also den fand ich absurd. Versteht man manchmal gar nicht, dass das dasselbe kosten kann wie eins von den anderen. Die Teile müssen noch viel mehr wert sein. Auch hier haben wir dieses, nein, fallen gelassen, dieses Silber. Wäre mal schön, wenn ich einen Fokus hätte. Ja. Kriegen wir es hin, wenn wir es manuell machen? Ja, machen wir es manuell. Also ich finde dieses Silber, das sieht schon geil aus. Also damit könnte ich leben als Chromersatz. Zumindest als Flat Silber. Wenn so viele Sachen, das finde ich echt cool. Achso, ich muss ja den Fokus wieder einschalten. So. Ja, auch das schöne Blau hier neben, auch wieder die Fenster. Hier haben wir keine Fensterrahmen. Das sind Fenster, die umbaut sind. Deswegen haben wir auch keine Angriffspunkte. Wenn man einen sieht, hätte ich ihn wahrscheinlich verstecken können. Wir haben auch hier neben Trans-Blue abgedeckt, gefliest. Innen drin jede Menge Karaffen. Herzchen, Schaukästen, daneben nochmal ein Print, hier unten eine Handtasche. Auch selbst an Lampen wurde oben gedacht. Mal gucken, wie ich das hier so. Alles klasse. Aber der hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber hier übrigens das hier über der Tür, das ist ein Kotflügel vom Auto in Pearl Gold. Also das ist mega stark. Kann man hier nochmal einfangen? Da ist so ein Diamant drin. Ja, Luxus-Store. Ja. Gebaute Blüte hier oben. Wunderschön. Das hier oben ist übrigens eine gebaute Handtasche hier oben drauf. Ah. Die Frau hat es sofort erkannt. Für die Männer erkläre ich es nochmal. So, dann kommen wir zum Barbershop. Das ist ein Eckgebäude. Kann man das auch endlich mal so gestaltet, dass man es wahlweise an die Ecke oder an die Ecke dran setzen kann, ohne dass man irgendwas verliert. Aber allein schon die Üppigkeit der Dekoration hier vorne. Voll der Knaller direkt. Das ist echt der Hammer. Die Schere ist gebaut, auch wieder hier mit diesem Flat Silber. Hinten Pearl Gold, hier neben Print. Oben Print. Das hier ist tatsächlich gebaut. Hier haben wir so diese Trans in Flat Silber Barren. Dadurch, dass es ein Eckgebäude ist, ist natürlich platzlich hier innen drin wenig. Und dennoch haben sie, hier sieht man es hier im Fenster, so rum mit, aber von der Seite, auch so ein Deko. Da war so ein Spritzgussrahmen drin, da waren noch zwei andere Dinge dabei. Auch wieder ein Print reingesetzt. Hier unten, das ist keine Figur, ist einfach nur eine Perücke. Auch hier wieder so ein paar Karaffen. Hier schön gebaut. Fast, dass das bespielbar sein sollte. Hier oben die Kanone ist gebaut. Auch geprintet von zwei Seiten. Da haben wir hier so eine Blade Modified geprintet. Hier neben mit so einer Art Beleuchtung angedeutet. Hier oben wieder alles mit Slopes. Mega geil. Ja, ich wollte euch nochmal die Streetview-Serie so zeigen, wie sie gedacht ist, nämlich aufgebaut in einer Reihe. Außerdem müssen wir sie noch ausmessen und ich muss hier auch noch mein Urteil über diese Serie abgeben. Ja, da seht ihr sie. Alles bedruckt. Hier vorne PET printet, hier hinten CAD printet.
Ja, das ist nur wie. Immer dabei. Ja, messen wir es doch mal aus. Ich meine, es ist kein Hexenwerk. Die einzelnen Gebäude sind 8x8 cm, also breit wie tief. Und in der Höhe, also der Luxus-Store ist der höchste mit knappen 19,5. Und der Bookstore ist der kleinste mit knappen 16,5. Und 5x8 sind 40, dementsprechend ist das Ganze 40 cm lang. Ja, kommen wir mal zu meiner Meinung. Ich blende es euch ein, wir sind da schnell durch. Es ist von A bis Z sehr gut. Ich habe keinen Grund zu mängeln. Die Klemmkraft ist super. Die Anleitung ist super. Die Optik ist spitze, die Qualität der Steine ist 1A. Es gibt nichts zu meckern. Das Einzige, was ich halt wenn man es als Kritikpunkt nehmen möchte, war halt, warum die eine Fliese hier nicht bedruckt ist. Das ist aber auch das Einzigste. Ja, ich habe es euch noch gar nicht in der Street View von hinten gezeigt. Bisschen langsamer, da kommt der Autofokus auch hinterher. Also ich finde die wunderschön. Oder, oh hier oben, ein bisschen zerrupft. So, ich drehe es noch wieder ein bisschen, dass die Katze ins Bild kommt, die schon ganz verwirrt ist. Hier oben bei den Beeren habe ich so einen Dreiviertelpin reingesteckt. Ja, frevelerweise in Blau. Ich hatte ihn halt gerade liegen und habe eine Roundtile drüber gemacht. Weil ansonsten ist das hier oben offen. Und deswegen war das gerade eben auch hier ein bisschen zerrupft. Ja, ich finde es halt so schöner. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich glaube, die wäre sogar noch bei dem Set dabei gewesen, weil es hier hinten eine Roundteile und einmal eins Teile sind immer doppelt gewesen. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, das Format, diese 5 Sets in einem vorzustellen, ist okay. Schreibt mir mal drunter, was ihr davon haltet. Ich denke, für jedes einzelne Gebäude hier so ein 5-Minuten-Video zu machen, weiß ich nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist. So hat man einen kompletten Überblick. Und ja, aber schreibt mal eure Meinung. Ich mache das ja für euch. Wenn ihr sagt, nein, um Gottes Willen, ich will das einzeln. Gib mir den Content, dann mache ich das natürlich auch anders. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden. Genau, Kraft geht, Film aus.